Moin zusammen. Und zwar, bevor ich heute meinen Tag starte, wollte ich noch an meinem Monitor was machen. Ich habe das Problem, dass mein Monitorarm nicht lang genug ist für den neuen Tisch. Bei dem alten Tisch hatte ich ein Loch in der Mitte reingebohrt, das will ich bei dem hier nicht machen. Ich will hinten an der Platte dran haben. Der ist nicht lang genug. Ich bin jemand, ich sitze wirklich so davor, wenn ich. Komm, Spooky, geh. Geh, hopp. Wenn ich zocke, sitze ich wirklich so davor, so bei CS beispielsweise, je nach Game, bei PUBG bin ich bis weiter hinten. Und jetzt versuche ich den näher ranzukriegen, ohne einen neuen Monitorarm kaufen zu können müssen. Und ich habe mir gedacht, man kann online bei Thingiverse diese Weser-Abstandshalter hier ausdrucken. Die sind 0,3 oder so breit. Habe ich mir gedacht, ich passe mir den einfach an. Ich habe da jetzt zwei davon gemacht. Die sind jetzt 5,4, glaube ich. Ja, 5,4 und ich habe mir irgendwie, ich glaube, 120 mm lange Schrauben gekauft. Längere habe ich nicht gefunden. Ich habe zweier genommen, dass falls ein Druck schief geht, ich nicht so viel Filament verbrate, weil insgesamt sind das über 600 Gramm Filament, ist also schon ein bisschen was. Und jetzt tausche ich das Ganze aus und hoffe, dass das klappt. Alles klar. Austauschen wird jetzt natürlich interessant. Komm, ey, Ruhe jetzt hier. Obwohl, das sollte doch gut funktionieren. Ich habe schon eine Idee. Ich bin mal gespannt, ob der Monitorhalter vor allem hält. Die Ich würde sogar sagen, das ist noch ein bisschen viel. Dann nehmen wir die hier auch noch zwischen. Dann sollte es genau passen. Jetzt haben wir geguckt, die Schrauben hier sind entsprechend so lang und wenn ich jetzt den noch dazwischen nehme, ist das ziemlich genau gleich lang. Das ist also dann genau passend so. So. Ich habe da irgendwo einen Schraubendreher eben gehabt. Ach. Zack. Oh ja. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Mal ein bisschen mehr hier rüber. So, ich habe das jetzt schon mal ein Stück hier reingedreht. Und jetzt hängen wir das Ganze da dran und hoffen, dass hier nichts Schlimmes passiert, weil dieser Monitor ist ganz schön teuer. Ah. Also, er hat natürlich jetzt einen viel größeren Hebel, was für die Geschichte deutlich schwieriger zu halten wird. Muss ich mal gucken, ob das klappt oder nicht.
nochmal, dass da jetzt auch Löcher auf der anderen Seite sind. Aber das sieht ganz gut danach aus. Spooky, geh mal da runter weg. Das wäre richtig clevere Idee, wo du dich wieder hinlegst. Das ist übrigens ganz interessant. Immer wenn ich die Kamera anmache und hier was mache, muss er immer genau davor liegen. So. Mein Tennisarm freut sich übrigens richtig über diese Bewegung. Dass der hier so runtergerutscht ist, das müsste ich übrigens mal justieren können. Naja, er bleibt nicht von alleine oben. So, geh mal da weg. Du sollst mich nicht beißen, du sollst da weggehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nix. So, dein dicker Hintern wird gleich von dem Monitor platt gemacht. Geh da weg. Da muss ein Imbus drin. Gucken, ob wir was haben. Ja, ich war gerade im Keller und habe die beiden Imbusschlüssel, die mitgeliefert wurden, rausgeholt. Und keiner meiner Imbussätze passt. Nicht auf dieser Seite, auf deiner Seite ist eine Imbusschraube. Die würde ich gerne weiter reindrehen, kann ich aber nicht. Ich habe nichts Passendes an Imbusschlüsseln da, beziehungsweise ich habe x Sätze da, aber keiner davon passt da rein. Es sieht so aus, als wäre das was Ungenormtes. Und auch die mitgelieferten passen da nicht rein. Jetzt gerade hält er, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis der wieder runterrutscht. Wir sind also wieder bei Fusch angekommen. Also, jetzt wird gefuscht. Ich habe hier einen Kabelbinder dran, um Kabel festzuhalten. Und wenn ich den hier drumrum tüttel, wenn ich hier einen drumrum tüttel und das hier drüber spanne, müsste das auch halten. Jetzt hätte ich gerne meinen Schraubenzieher und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kater den hat. Liegst du da drauf? Der hat doch gerade noch hier vor meiner Nase ist er. Kater war nicht schuld. Eigentlich war das so schön gedacht, aber ich hatte damit gerechnet, dass das passiert, sagen wir so. So. Jetzt zieht er jetzt automatisch nach vorne und jetzt muss ich gleich irgendwann. Also ich habe damit gerechnet, dass das nach vorne rutscht und ich feststellen muss. Aber so. So. Ja, du bist Kabel mit deinem Kollegen, ne? Das sieht doch relativ vielversprechend aus. Problem bei diesen Geschichten ist, wenn so ein Kabelbinder da rumhängt, die Katzen stehen da drauf. Ja, vorsichtig. Siehst du? Ne? Will dir nicht. Gleicher. Gehen wir mal hier dran weg. Ja, stimmt. Die Abstände sind länger geworden. Das ein oder andere Kabel hat jetzt ein bisschen mehr Spannung hier. Logischerweise. So. Jetzt packen wir einfach den Kabelbinder, den ich hier unten habe, den man wahrscheinlich gar nicht so gut sieht. Einen weiteren hin. Und dann rutscht der Spaß da runter. Okay. Wir haben wieder was gelernt. Aber, wie sagt Fritz Meinecke immer, life is a learning. Wir lernen noch weiter. Oh, nee, das ist nicht Fritz Meinecke, das ist der Survival-Martin, der das sagt. Life is a learning. So, die drehen wir wieder in diese Richtung. Probier jetzt mein Kabelbinder.
So, der kam von hier und das kam von da, damit es auch schön aussieht, mehr oder weniger. Jetzt kann da nämlich auch nichts mehr verrutschen, besonders nicht nachdem wir das festgedreht haben. Jetzt ist die Frage, wie lange der Monitorarm an sich das aushält. Oder ob wir hier auch Probleme kriegen. Aber natürlich nicht, dass der nach unten zeigt, sondern eher in diese Richtung. Die mal ein bisschen kürzer. Die sollten wahrscheinlich besser auf der gleichen Länge sein. Und der hier sollte jetzt verhindern, dass das abrutschen kann, hoffe ich. Ich lasse das jetzt erst noch dran, das Getötzel, falls hier noch irgendwie was passieren sollte. Das hat ja super funktioniert. Okay, das ist schon mal nichts. Oder es ist einfach viel straffer. Das sieht schon besser aus. Okay, ich werde das noch ein bisschen ausprobieren. Ich muss es wahrscheinlich noch straffer ziehen. Sollte das Ganze nicht hinhauen, schreibe ich es unter das Video. Gut, das war Hardware Fusch und mehr. Heute ein bisschen mehr Fusch als alles andere. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch mehr Fusch sehen wollt, dann gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Gerne den Channel abonnieren. Like freut mich natürlich auch immer. Und dann schönen Tag noch.